Ein Treffen ganz nach Corona-Regeln. Diese Zwillingsbrüder kommen seit einem Jahr regelmäßig auf dieser Brücke zusammen, die Schweden und Norwegen verbindet. Rechts ist Ola Berchlund zu sehen, der in Norwegen wohnt, und links Pontus Berchlund, der in Schweden lebt. Näher dürfen sich die beiden nicht kommen. Schließlich ist die Grenze zwischen den beiden Ländern wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen. Wie funt lov å passere denne grensen her? Wir dürfen die Grenze nicht überqueren. Ich muss immer einen Meter Abstand von der Grenze halten und er muss das auch. Es dürften also immer 2 Meter zwischen uns liegen. Einmal die Woche kommen die beiden 73-Jährigen mit Tee und Keksen hierher, um einander zu sehen, egal ob es regnet oder schneit. Das ist schon komisch. Aber es ist uns ein Bedürfnis, weil wir uns früher jede Woche gesehen haben und das wollten wir so weitermachen. Die Pandemie kann uns da nicht stoppen. Das ist wie ein Sieg für uns. Die beiden hoffen, dass die Grenze bald wieder geöffnet wird, um sich endlich wieder umarmen zu können.